Was von einem erschreckt. Es ist eine Stimmung, die verbreitet wird. Es ist ein Umfeld, das ermuntert wird. Und das macht mir Sorgen. Die Reaktionen jetzt auch von Politikern, vor allem auch von bürgerlichen Politikern oder sogar Politikern von ihrer Partei, sind ja ganz vehement. Es ist klar, dass sie das immer abspielen. Sie sind ja im Prinzip Parteipräsident von Bochens Gnaden. Das darf man, glaube ich, sagen. So ist es gewesen. Dass sie ihn immer vertreten, oder? Das Gefühl, ja. Haben, dass sie mich anzünden, dann können sie verwenden. Nein, aber das finde ich jetzt aber schwache Mauern. Ja. Wenn ich sage, ja, das finde ich jetzt aber schwache Mauern. Mach mal also, das wäre der Eklat gewesen. Uli Maurer hat also das Studio verlassen. Offenbar will er in diesem Bereich nicht weiter diskutieren. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil das ist ein sehr wichtiges Thema, wo man müsste ausdiskutieren und wo sicherlich auch noch viel zu reden gibt. Wenn man auch denkt, zum Beispiel in den SVP vom Kanton Bern, wie Nationalräte, Exponenten vom Kanton Bern reagiert haben und die SVP kritisiert haben. Schade, die Diskussion ist damit um das Thema Christoph Bocher und der Dankesbrief an Holocaust-Lügner leider beendet worden. Dann kommen wir zum zweiten Thema.